Oh, Paula ist in die andere Richtung gegangen. Folgen wir ihr mal. Tja. Ich würde mal sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen. Jetzt hier nach rechts oder wo lang? Alles klar. Und ich bin nicht da. Ich bin noch nicht da. Ach ja, jetzt komm. Was macht ihr denn da? Ah, okay. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Oh, kann ich schon ganz gut. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Nein! Hö, wieso haben die auf einmal alle kein Geld mehr? Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Laju, da ist der! Laju, da ist er! Auf ihn! Ah, basta! Ach, komm. Oh! Frechheit! Nee, irgendwie nicht. So, schieb ab. Sehr schön, Anpassung, synchronisiert. Haben wir einen weiteren Abschnitt. Geschafft und wieder zurück zu Paola. Wir können jetzt untertauchen. Sprechen wir mal mit ihr. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor gut, ich gut. Gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Na gut. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Alles klar, wir gehen jetzt zu Leonardo und er repariert uns unsere geile Klinge hier. Genau, man kann auch Kurtisanen anheuern. 450. Ups. Lasst mich euch Platz machen. Was für ein komischer Mantel. Moment mal, das könnte unser Mantel sein. Oh Mann. Tja. Ich bin irgendwie immer gefragt, ne? Ey, geh mir aus dem Weg. Hoffentlich sucht er keinen. Juhu! Folgt mir! Hier lang! Los! Oh, da wollte ich zwar eigentlich nicht hoch, aber wenn ich schon mal dabei bin... Wichser! Ach kommt schon, als würde das wirklich was bringen, hier Idioten! Oh, ich bin an Leonardos Haus gerade vorbei, dann drehe ich hier eine kleine Runde. Würde ich sagen. Tja, so sieht's aus. Ihr seid halt Bobos. Ihr habt's nicht drauf. Ach, scheiße. Och, Mann, ey, können die nicht aufhören? Die nerven voll. Hätte ich ein Schwert, würde ich die einfach töten.
Aber nein, ich hab natürlich keins. Du entkommst uns nicht. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ich kann das den ganzen Tag machen. So, damit wir endlich mal die Wichser los sind hier. Oh, verdammt. Oh, fuck, fuck, fuck. Ey, schieb ab, Junge. Alter, wie die mir auf den Sack gehen gerade. Wie die einfach nicht aufgeben. Warum kann ich die nicht töten? Mann, ey, ich will ein Schwert haben. Egal, wie schwach es ist. Na los, kommt hinterher. Ist ja gut, ist ja gut. Oh, verdammt. Langsam, Obacht, Freund. Lasse ich nicht fällen. Das heißt, wenn ich eine Wache finden kann, die nicht schlägt, aber nicht so hau doch ab. Oh, fickt euch, ihr kleinen Sackratten, ey. Ihr stinkt zu derbe. Alter, das darf nicht wahr sein, ne? Wie die behinderten Spastis einfach nicht aufgeben. Scheiße, hat mich einer hier gesehen. Haha, das war ganz schön knapp. Alter, das darf nicht wahr sein, ne? Ich glaube, ich habe noch nie so nervtötende Gegner hier gehabt. Oder was? Da, auf ihn! Geht weg von mir. So geht's natürlich auch. So, so entsorge ich die. Hier, warte. Ficker! So, geht doch, alter Schwede. Und jetzt muss ich hier nochmal an allen vorbei. Ist doch wohl nicht wahr, ey. Alter, das regt mich gerade so derbe auf, ne? Alter, das gibt es doch nicht, wie die mich sofort haben hier. Alter, und wie viele schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab die gerade abgehängt, alle. Da müssen die kleinen Arschgeburten gleich wieder angeschissen kommen, Alter. Boah, wie die stinken, ne? Alter, jetzt verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Alter, das darf nicht wahr sein. Zieht euch das rein hier! Wie hartnäckig die sind, Alter! Wie ich die ehrlich nicht loswerde einfach. Na egal. Alter! Diese kleinen Arschgeburten, ne? Das gibt es nicht. Das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Schiebt ab. Ja, ja, ist ja gut. Ich will jetzt keine Medizin dafür verschwenden. Meine Fresse, ich muss doch nur zu Leonardo da Vinci, aber weil überall diese hässlichen Spasten sind. Ja, so sieht's aus. Kleine Arschkrampe, ey. So, ich versuche mal zu Leonardo in die Nähe zu kommen. Alter, wie ich hier einfach nur auf der Flucht bin die ganze Zeit, ne? Das ist doch wohl nicht wahr, ey.
Anonym werden war so klar, ne? Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300... Ich will endlich ein Schwert, ich will die töten. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit vor denen wegzulaufen. Jetzt kommt da eine Hilfs-Sheriff hier wieder. Wenn ich ein Verbrecher wäre. Da! Haltet ihn auf, hörst du nicht! Sofort! Haha, voll verarscht. Na, mehr oder weniger. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ich bin weg. Ich bin verschwunden. Och, Mann. Auch immer diese Hilfs-Sheriffs. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Messer Giraldi, das sehen könnte. Meine Fresse, ich glaube, ich kriege hier eine Krise. Ey, das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Ich will ein Schwert, ich will meine Klinge haben. Ich will sie töten. Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Haha, so ein Witzbold. Ja, wir haben endlich unsere versteckte Klinge hier. Und ich habe gerade einen Leck. Das gefällt mir gar nicht. Und was für einen ich habe. Nein, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. So. Und das hat sich schon wieder aufgehängt an derselben Stelle. Oh, verdammt. Unglaublich. Schon klar. Das Scheiße. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider... Nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment. Warte hier. Okay, warten wir. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Red!